Ja, herzlich willkommen hier in Fulda auf der Messe Camper & Vans. Ich wollte euch noch einmal, bevor der Andrang heute kommt, dann eben hier vom Eingang her das Messegelände euch noch mal präsentieren. Und ja, die letzten Vorbereitungen laufen. Hier haben wir die Firma Abel. Ich gehe mit euch hier gerade mal hier vor. Und hier könnt ihr euch über diese Fahrzeuge entsprechend informieren. Ja, ich will euch mal einen Blick über das Messegelände hier zeigen. Wie gesagt, die Firma Abel hat hier sehr groß ausgestellt. Mit vielen Fahrzeugen, und wenn ich hier mal so langsam rumschwenke, dann haben wir hier hinten weitere Aussteller, die ich euch dann von unten her zeige. Wir haben die beiden Hallen hier drüben, das eine hier auf der anderen Seite, und auf dieser Seite haben wir hier Klaus Hühnerkopf, wir haben hier hinten Hümer und natürlich auch die Offroad-Geschichte. Und ja, das soll nur mal so einen kleinen Ausblick hier von den Lüften über Fulda gewesen sein. Ja, hier haben wir Rhön-Camper, die hier ausstellen mit ihren Fahrzeugen, die umgebaut werden. Und schauen wir gleich noch mal ein bisschen näher hin. Ja, die Fahrzeuge werden umgebaut von Rhön-Camper. Die sind oben bei Schildeck, Anfang der bayerischen Rhön sozusagen. Und dann haben wir hier die Hümer-Gruppe und haben entsprechend auch hier Fahrzeuge Offroad und andere entsprechend hier vor Ort. Und natürlich bei einer solchen Veranstaltung darf natürlich auch das Rote Kreuz nicht fehlen. Ja, ich gehe mit euch mal über den Platz hier nach im hinteren Bereich. Ja, auch die Bundeswehr darf nicht fehlen. Und hier haben wir entsprechende, ja, von Tiny-Häusern über sonstige Mobilheime, Fässer, die man auf Campingplätzen, Stellplätzen entsprechend abstellen kann. Und das möchte ich euch hier nur mal zeigen. Schön gemacht, das Ganze. Wir haben dann hier noch so ein bisschen Catering. Wir hoffen natürlich, dass die Wetterlage auch hier mitspielt. Auch hier noch mal im Bereich T6 noch mal Fahrzeuge. Das sind dann doch einige mittlerweile von diesen Fahrzeugen hier auf der Messe. Ja, hier haben wir weitere Aussteller entsprechend, und ja, auf der rechten Seite, die Dame, die hier läuft, ist die Maria, die älteste Camperin mit 84 Jahren, top, die noch mit ihrem Reisemobil umherfährt. Dann haben wir hier die Firma Spindler aus Würzburg, die hier ausstellt. Und ich zeige euch das vorab. Es ist natürlich noch kein Messebetrieb. Das geht dann erst später los. Und ja, dann sind auch hierfür entsprechend Bergkäse. Jawohl. Ihr stellt auch aus. Die Tiroler Spezialitäten. Jawohl, da werden wir dann nachher auch nochmal vorbeischauen. Bis später dann, wenn es losgeht. Ja, dann haben wir hier die beiden. Einmal ist es der Heinrich mit seinem Loft, der die Saugnäpfe und andere Dinge, auch Frontscheiben herstellt. Und wir haben hier natürlich den Markus. So. Ja, und hier habe ich jetzt mal Maria Donau bei mir
vor der Kamera. Sie ist eine der Camperinnen, ja, schon lange im Geschäft sozusagen. 62 Jahre in der Branche. Ja, ja. Ja, es ist immer schön, wenn man sozusagen in diesem, ich sag mal, hohen Alter noch so schön Reisen durchführen kann. Das ist wirklich ja, ich bin ja nicht nur Reisen, sondern ich bin ja komplett in der Branche noch involviert. Und das ist schon eine schöne Geschichte. Und ich lebe das ja. Das ist das Wichtigste daran. Ja, Sie haben ein Buch etwas machen will, dass man es lebt. Ne? Genau. Sie haben ein Buch geschrieben, habe ich erfahren. Ja. Ne? Mein Leben fürs Caravaning. Hm? Ja, da werden wir dann Ihre Vorlesung, beziehungsweise wenn es dann später im Zelt losgeht. Ja irgendwann erwähnt werden. Ja. Genau, ja. Ich bedanke mich für diesen kurzen Statement. Danke. Ja, tschüss. Ja, schön, dass man in diesem Alter noch so fit ist. Das ist wirklich top. Ja, dann gehe ich mit euch hier mal rein. Und wir haben hier dann natürlich klar Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Das ist natürlich ja hier in dieser Halle. Ist aber auch mittlerweile schon weiter der Aufbau fortgeschritten. Hier haben wir die Firma Caravan Günther mit ihren Fahrzeugen. Und des Weiteren natürlich entsteht hier noch der Bergerstopp. Ihr seht, es wird noch ein wenig geräumt, aber fast alles zu Ende gestellt. Dann haben wir in diesem Bereich hier die Firma NVG Paluso mit den Fahrzeugen und ja, kommt einfach her, schaut euch die Fahrzeuge hier live an. Hier könnt ihr euch die Informationen abholen, die ihr benötigt. Ja, hier im Außenbereich haben wir dann wieder ein Catering. Die Teststrecke da hinten hatte ich ja bereits gesagt. Und wir haben dann hier Rainer Stumpf, auch einer der Sachverständigen, der im Prinzip gerade in Sonderaufbauten ja, eine entsprechende Größe ist. Also hat man Schäden an Fahrzeugen, dann könnt ihr euch auch an ihn wenden. Ich schwenke hier noch mal rum und es wird hier nach wie vor weiter aufgebaut. Wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Halle und wir haben dann hier in der nächsten Halle ein. Ich lasse euch einfach mal mit dabei. Natürlich alles, was Outdoor und Fahrräder, ne? Entsprechend wird hier noch die restlichen Vorbereitungen getroffen werden. Und dann laufe ich mit euch noch mal hier rüber. Wie gesagt, es ist heute Mittag, wo die Messe erst losgeht. Und da ist noch so ein bisschen hier und da noch was zu verrichten. Dann eben entsprechende Toiletten, die ja mittlerweile ja, mit der Bio-Toilette sozusagen kompostiert werden. Dann haben wir entsprechend WM Aquatec, die hier vor Ort sind. Voidronic hatte ich ja euch bereits schon gezeigt. Dann haben wir weitere Firmen und natürlich auch Osthessen News, die hier vor Ort entsprechend sind. Es ist hier noch etwas abgedeckt, da ja noch kein Messebetrieb ist. Wir haben Lotus Grill und wenn ich mal hier rumschwenke, hier haben wir dann verschiedene Aussteller mit Zelten und auch ein schönes Glas Wein kann man hier genießen. Der ADAC, der hier vor Ort ist. Und hier ist dann die sogenannte Showbühne von der Erlebnismesse, wo verschiedene Vorträge gehalten werden. Und mit einem Abendprogramm und natürlich auch für die Neueinsteiger wird hier auf der Messe natürlich einige Informationen erläutert. Ja, mit diesen kurzen Eindrücken möchte ich mich von der Messe Caravan
Vans hier in Fulda verabschieden.